Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossybox Sonderedition mit Jolie. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist jetzt ein super spontanes Video. Ich bin auch vollkommen ungeschminkt. Eigentlich ist heute so ein Chill-Day für mich. Aber ich möchte, dass das Video morgen noch online kommt. Denn gerade habe ich gesehen, dass bei der Glossybox Homepage die Jolie Sonderedition drin steht. Und ja, das habe ich auch auf Instagram geteilt. Da heiße ich AEduardP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Falls du mir dann auch nicht folgen solltest, mach das sehr gerne, weil da kann ich halt schnell mal eben kurz was teilen. Und hier kann ich nicht mal eben kurz ein Video zwischenschieben, ne? Ist ein bisschen blöd. Und ja. Genau, deswegen habe ich mir überlegt, setze ich mich jetzt hier nochmal hin, während unser Essen im Ofen ist und filme das ab, stelle das morgen direkt um 11 Uhr online. Vielleicht gilt dann die Aktion noch. Die konnte man nämlich letztens kaufen als Abonnent für 35 Euro und als Nicht-Abonnent für 45 Euro. Soll einen Warenwert von, ich glaube, 165 Euro beinhalten. Und das ist natürlich ein harter Schnapper. Leute, ich mag die Glossybox Limited Editions. Die hier habe ich jetzt, weil da halt immer so krasse Sachen drin sind, ne? Die habe ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossybox-Team. Und ich habe sie aber selber auch nochmal bestellt. Die müsste dann Ende Oktober hier bei mir auch eintreffen. Und die werde ich dann auch tatsächlich verlosen. Das heißt, in diesem Video könnt ihr eine Box gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, jetzt möchte ich nicht mehr lange quatschen. Ich möchte jetzt hier einfach mal den Deckel abnehmen. Hier haben wir das Glossybox-Logo in mehrfacher Ausführung drin. Sammy ist auch hellebest begeistert. Ich habe eben Irmgard sauber gemacht. Irmgard ist unser Igel, ne? Und da ist Sammy immer ganz neugierig, weil sonst ist halt immer ein Gitter da drüber, damit er da nicht beigeht. Falls ihr solchen Content auch nicht verpassen wollt, was so in meinem Leben passiert. Manchmal passieren Dinge. Es ist nicht so super spektakulär, aber auch da Instagram-Leute, ne? Nehme ich euch mit. Auf jeden Fall rieche ich jetzt natürlich auch nach Irmgard und er schnuppert gerade die ganze Zeit an mir rum. Wahnsinn. Okay, also... So schaut die Geschichte aus und Sammy ist gegen das Stativ gelaufen. Nein, er hat sich tatsächlich dahin gelegt. Läuft bei ihm. Wir haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind die Produkte aufgeführt. Ich hoffe auch mit Preisen. Dann wird das Schneiden gleich etwas leichter sein. Ja, ne? Wie das Heftchen an sich auch. Falls du Bock drauf hast, die Glossybox zu abonnieren, auch da unten in der Infobox sind Codes. Ich kann dir auch welche einblenden. Da kriegst du ein bisschen Rabatt, entweder 5 Euro oder 20%. Schleifchen entfernen. Ich bin voll aufgeregt, Leute. Ja, also ich weiß es ja, dass, also eine Sneak Peek habe ich gesehen, ne? Aber den Rest vom Schützenfest, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Ey. Und die hatten ja mit Grazia, mit der Zeitschrift, ne? Hatten die ja zusammen eine LE. Und jetzt halt mit der Zeitschrift Jolie. Und das finde ich ziemlich cool. Da fällt mir hier schon was entgegen. Wow, prall gefüllt, ne? Praller geht's kaum. Also da kriegst du ja gerade noch so den Deckel drauf. Ja, wir haben ja auch so ein kleines Intro, das lese ich mal kurz vor. Ich habe hier Timestamps, ich rede ja jetzt schon wieder über 3 Minuten. Könnt ihr immer weiterspringen, falls euch das nicht interessiert. Und für die, die es ganz schnell wollen, unten in der Infobox sind die Produkte eh aufgeführt mit Links. Ja, mir wurde nämlich tatsächlich gesagt, ich würde zu viel um den heißen Brei drum zu reden. Nein, echt? Und das auf einem YouTube-Kanal, wo man seine eigene Meinung hier auch zeigt? Furchtbar. Furchtbar, ich schäme mich insgeheim ein kleines bisschen. Oder auch nicht. Bring mehr Leben in deinen Alltag. Lebe den Lifestyle, den du dir aussuchst. Sei immer up-to-date in Sachen neueste Beauty-Trends und inspiriere damit andere. Mit dieser besonderen Box gelingt dir das jetzt ganz einfach. Gemeinsam mit dem beliebten Lifestyle-Magazin Jolie haben wir eine Limited Edition der Glossybox kreiert, die wie gemacht ist für trendbewusste Frauen wie dich. Entdecke... bewusste Frauen wie ich, die einfach seit Jahren gefühlt immer den gleichen Lieblingspulli hat. Egal. Ja. Entdecke von Experten ausgewählte Pflege- und Kosmetik-Essentials für eine überraschend neue, aufregende Beauty-Routine im perfekten Mix aus aktuellen Must-Haves und beliebten Produktklassikern. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Jo, ne? Hört sich gut an. Ja, ich mache hier auch Fashion-Hauls und so, ne? Ich habe auch heute noch 2 Pakete bekommen, wo ich auch noch Videos zu drehen werde. Aber man hat doch immer seine Lieblingsteile. Egal. Aber bei Beauty bin ich etwas experimentierfreudiger. So, als erstes habe ich hier von Saint-Tropez einen Prep and Maintain Dual-Sided Velvet Luxe Applicator mit. Okay, das ist so ein Tanning-Handschuh von Saint-Tropez. Wahrscheinlich haben wir auch, ja, wir haben ja auch ein Tanning drin. Bin ich nicht so viel zu haben.
ist bei mir immer sehr orange. Ich sehe eigentlich bei Selbstbräunern grundsätzlich aus wie ein Oompa Loompa und das ist ein bisschen uncool. Das Einzige, was bei mir funktioniert, ne, ist eine Kooperation, ich weiß, aber das ist halt das Einzige, was bei mir funktioniert, weil ich halt super blass bin, ist der Selbstbräuner Booster von Beauty Mates. Den kann ich mir sowohl in die Tagespflege fürs Gesicht geben oder halt zum Beispiel auch für meine kalkweißen Beine. Ne, da, Claudis Welt, kannst du 20% eigentlich immer sparen. Ist ein Affiliate-Rabattcode, aber trotzdem wollte ich nur gesagt haben, bei Self-Tan bin ich halt immer raus, weil da habe ich meinen Liebling, den ich halt auch immer bevorzuge. Und hier sollst du innerhalb von einer Stunde Advanced Bronzing Mousse mit Saint-Tropez Express 50ml deinen Bräunungseffekt haben. Das ist natürlich super, ne? Weil im Winter bist du ja kalkweiß. Also vielleicht. Ich bin immer kalkweiß. Bei mir funktioniert nicht mal der Asitoaster, jetzt mal ohne Witz, ne? Egal, also ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Ich war im Fitnessstudio angemeldet, war da auch ab und an mal trainieren und war dann auch unter dem Asitoast, also unter der, ich weiß gar nicht, wie heißt das, unter dem Solarium. Das hat bei mir nicht geholfen. Sommersprossen sind rausgekommen, aber ansonsten bin ich weiß geblieben. Ich habe extra exemplarisch mal immer so die Unterbüchs und so angelassen, ne? Keine Streifen, Leute. Okay, ja, auf jeden Fall. Heißer Brei, sie redet drum zu, ich lieb's auch. Ist das ja einfach ein Bronzing Mousse, was nichts für mich ist und deswegen weiter wandern wird. Hier habe ich von L'Occitane eine Handcreme drin, Fleur de Cerisier, Cherry Blossom. Oh, Kirschblüte, schön. 30ml, voll mein Duft. Handcreme verwende ich gerne abends, so vorm Schlafen gehen oder immer mal wieder so zwischendurch. Ne? Finde ich ganz cool und kann man halt auch gebrauchen. Und ich muss sagen, diese Handcremes in Beautyboxen und in Adventskalendern sind, Gott sei Dank, weniger geworden. Und sie haben ja schon wieder gegen euch geknallt. Entschuldigung, Leute. Ja, auf jeden Fall ist hier eine schöne Handcreme von L'Occitane drin. Das gefällt mir. Dann habe ich hier so ein kleines Ding, was nochmal in Luftpolsterfolie extra eingepackt ist. Also das wird dann wohl ein krasses Teil sein. Jetzt steht er auf. Ne? Erstmal nochmal euch anrempeln und dann weggehen. Ach so. Bäuchchen raschelt. Ich muss gucken. Jetzt hat er die Kamera gedreht. Mausi, was hast du denn da gemacht? Das muss ja anders. Voll gedreht hier. Wow. Wolltest du den Leuten einen Perspektivwechsel verschaffen? Offensichtlich. Okay, also. Oh Gott, ich rede heute echt viel. Glow to Go Highlighter von Kia T London. Da hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Produkt mal drin, was mir auch echt gut gefallen hat. Und den hatten wir auch, glaube ich, mal in groß drin, oder? Ist das jetzt eine andere Farbe? Das muss ich mal schauen. 1,5 Gramm. Sehr gut eingepackt. Oh mein Gott. Das kommt dann natürlich auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit rein, ne? Das ist klar. Das drehe ich nämlich immer, sofern ich dann zum Monatsende alle Boxen zusammen habe. Aber so wie heute, wir haben heute den 22. Oktober. Morgen in 2 Monaten ist Weihnachten. Ich freue mich auch schon drauf. Kriegst du nicht raus, doch. Hier ist er. Ich glaube, den Blush hatten wir mal irgendwo drin, oder? Kommt halt echt bekannt vor. Ne, den Highlighter hatten wir noch nicht. Und der sieht voll schön aus. Mensch, den mag ich gerne leiden. Der hat so einen Rosé-Unterton. Das ist voll meine Welt, ne? Ein bisschen... Oh, mag ich. Sehr, sehr pudrig. Oh mein Gott, der wird knallen, wenn ich den auf mein Gesicht gebe, Leute. Ich freue mich. Ja, oh Gott. Der ist schön. Ach, guck mal. Ne? Nicht so glitzernd. Und der ist farblich voll hart. Voll hart passend. Schön. Ma. Entschuldigung für die Ab- und An-Geräusche. Ich muss mich nicht entschuldigen, ne? Nein, nein, nein. Mein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer. Meine Regeln. Okay, oh Gott. 24 Hours Brow Setter von Benefit. Lieblingsprodukt, was Augenbrauengele angeht. Weil das einfach die Augenbrauen festtackert. Das ist so hammermäßig geil. Das ist eine Full Size mit 7ml. Richtig geil, ne? Habe ich das ein oder andere Backup noch da. Aber ich habe mittlerweile ganz schön viel von denen auch schon aufgebraucht. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier nochmal ein Backup quasi habe. Und das noch in der Full Size. Das ist hammergeil. Also es kommt auch ins Full-Face Beauty Boxen rein. Ja, so geil. Hat hier so einen witzigen Applikator. Ne, der sieht so aus. Der hat auf der einen Seite etwas längere Borsten und auf der anderen Seite etwas kürzere. Und ich gehe dann immer erst mit den langen, kenne dann meine Augenbrauen halt, ne, kann ich jetzt ja theoretisch machen, kenne ich die immer so hoch und lasse es dann antrocknen. In der Zeit gehe ich dann auf die andere Seite, kenne die dann auch so ein bisschen hoch. So, und dann nehme ich nochmal die kleine Seite, gehe aber nicht nochmal in ein weiteres Produkt rein, kenne dann von hinten nach vorne nochmal. Sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, weil ich keinen Augenbrauen- und Farbenkram drauf habe. Und dann mit der kurzen Seite
hier oben nochmal entlang, um das, was halt hart absteht, hinzulegen. Ne? Ist voll geil. Und das hält und hält. Und ich werde Spaß haben. Das sieht echt witzig aus. Wenn ich mich jetzt die nächsten Stunden, bevor ich duschen gehe, im Spiegel angucke. Weil ich finde, es sieht immer super fancy aus, wenn man halt, ne, so, ach, immerhin habe ich Augenbrauen wieder. Ne? Auch da, Grande Lash oder Grande Brow in dem Falle gibt es bei Purish. Mit dem Code CLAUDIESWELT15 sparst du 15%. Auch das ist ein Affiliate-Rabattcode. Ist ein Lieblingsprodukt von mir, weil ich habe einfach endlich mal wieder Augenbrauen. Auch das ist ein Lieblingsprodukt. Mensch, geil. Also es fing jetzt mit Self-Tin und ne, nicht so ultra geil an, aber jetzt geht die Party ab. Jetzt geht die Party ab. Hier habe ich Beautiful Lash. Eine Eyelash-Formula. Na, da weiß ich ja nicht, ne? Also wie gesagt, ich habe da mein Grande Lash, was halt meine Wimpern hat explodieren lassen. Die sind halt so hammergeil geworden. Natürlich ist das, was ich normalerweise verwende, mit Hormonen. Muss man bedenken. Kann ich halt nicht in der Schwangerschaft verwenden oder so. Hier weiß ich jetzt nicht, ob da Hormone drin sind. Das müsste man sich nochmal anschauen. Aber das ist halt dafür da, dass die Wachstumsphase der Wimpern verlängert wird. Und deswegen werden die halt länger. Das trägt man sich auf, ganz nah am Wimpernkranz, halt wie ein Eyeliner. Und das hilft halt, ne? Ja, oder soll halt helfen. Bei dem weiß ich das halt noch nicht. 3 Milliliter ist natürlich eine richtig große Größe. Da hast du ordentlich viel Produkt drin. Und nach ungefähr ja, so 6 bis 8 Wochen sollte man dann auch Ergebnisse sehen. Na, weiß ich noch nicht. Eigentlich schwöre ich sehr auf das Wimpernserum, was ich gerade so verwende. Auch schon seit einer ziemlich langen Zeit verwende. Seit über einem Jahr eigentlich, ne? Weil das halt so geil geworden ist. Deswegen, na, ich glaube, das geht weiter. Dann habe ich hier als nächstes wieder dekorative Kosmetik. Muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht sogar schon habe. Ja, den habe ich schon. Von Love Cosmetics Nummer 502 Lip Affair Marianas Chestnut. Und ja, das ist der Love Lippy. Schaut so aus. Und das ist so ein bräunlicher Ton, ne? Genau. Also der kommt auf jeden Fall auch ins Fullface Beauty Boxen mit rein, aber halt der, den ich halt da habe. Und wenn ich ihn dann lose, dann werde ich ihn auch verwenden. Aber ich mag so bräunliche Töne ganz gerne. Wenn man einen sehr bunten Augenlook hat oder einen sehr nudig hellen Look hat. Dann hat man so schöne braune Lippen. Das sieht aus, als hätte man gerade frisch Schokolade gegessen. Vielleicht dazu dann noch so ein beigefarbenes oder halt auch braunes Oberteil, was farblich dann passt. Oh, mega geil. Also freue ich mich drauf. Also das ist cool. So. Hier ist noch ganz schön viel drin. Das finde ich ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Ich mache ja auch zur 20.000 Abonnentenverlosung einen, also als eins der vielen Produkte, die da verlost werden, einen Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Ich konnte das Video aber noch nicht online stellen, weil der noch nicht voll ist. Hier kriege ich auf jeden Fall gerade 5 Produkte, die ich damit reinpacken werde. Eau de Cologne 5x8 Milliliter von dem 4711. Ist das nicht der Wahnsinn in Tüten? Also für Leute, die wirklich diese Parfümminiaturen sammeln, ist das gerade echt traumhaft. Du hast hier 5 verschiedene Düfte. Lemon and Ginger, Lime and Nutmeg, Blood Orange and Basil, witzig, White Peach and Koriander und Litchi and White Mint. Und wir hatten in irgendeiner Box, ich glaube, das war auch eine Glossy Box, Young Edition, aber Girls Edition, genau. Hatten wir, glaube ich, auch einen Duft von den 4711 drin, aber halt in der neueren Version. Ne? Und mittlerweile riechen die auch nicht mehr so wie halt unsere Mütter oder Omis, die vielleicht verwendet haben, sondern die sind ja auch neu aufgelegt. Deswegen ist es eigentlich ganz cool. Ne? Und ja, ich bin halt kein Fan von diesen Miniaturgeschichten, aber das ist schon mal hart, ne? So da 5, also einfach ein ganzes Set drin. Sagt man auch nicht nein, oder? So, dann haben wir hier noch ein bisschen Schmuck mit dabei. Das hat die Glossy Box jetzt öfters mal, ne? Das finde ich ganz nett. Also Hello Summer ist natürlich jetzt ein bisschen witzig, weil die Box einfach im Oktober kommt. Aber man ist ja ehrlich. Ist das so ein Ding von Six? Das scheint eine Kette zu sein, oder? Ja, weil hier hinten geht die Party noch... Nee, eine Fußkette. Oha. Ja gut, die kostet wohl normalerweise 5,95 €. Hat hier so ein Muscheldesign drauf. Das ist ganz hübsch. Und ich kann mir das auch tatsächlich bei mir sehr gut im Sommer vorstellen, weil da habe ich auch gerne sehr bunte Fußnägel, wie das ja auch so abgebildet ist. Ich muss nur gestehen, ich finde Fußkettchen super unpraktisch. Genauso wie Zehenringe. Das ist nicht meine Welt. Ich bin dafür einfach viel zu sehr Bauernkind. Also, oder Landei. Ne, das, ja, sieht schick aus, aber ist nichts für mich.
Ja, also wie gesagt, per se schön, aber für mich zu unpraktisch. Aber irgendwie cool, dass es mit drin ist und irgendwie witzig, dass es drin ist. Vielleicht hatten die geplant, die Jolie Edition auch ein bisschen eher rauszubringen und mussten umdisponieren. Keine Ahnung. So, dann haben wir hier noch einen 15% Rabattcode für Velmax. Der ist hier so mit dabei. Und als letztes Produkt von Velmax die Anti-Age Day and Night Absolute Cream Rich. 50 ml sind hier drin enthalten. Und ja, das ist eine sowohl Tages- als auch Nachtcreme. Finde ich sehr schön, ne, dass man so ein Kombiprodukt hat, was man halt wirklich sowohl als auch verwenden kann. Ich habe super trockene Haut. Ich habe da meine spezielle Pflege und sieht aber sehr schön aus. Sieht wirklich schön aus, kann man nicht anders sagen. Haben wir öfters mal dabei, dass man halt auch Gesichtspflege in den Boxen drin hat. Und hier hast du dann auch einfach ein bisschen was Hochwertigeres mit dabei. Und das finde ich schön, muss ich wirklich sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was da die herausstellbaren Punkte sind. Also ist wohl sehr reichhaltig, zart schmelzend, gegen Falten. Ja, cool. Also wenn ich jetzt bedenke... Als Abonnent habe ich dafür 35 Euro bezahlt. Ne? Du hast ja ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei, du hast ein bisschen Duft dabei, du hast ein bisschen Pflege dabei. Das Einzige, was dir fehlt, wobei auch nicht wirklich, weil wir haben ja das Self-Tan, ne? Das ist ja eigentlich für den Körper, ich hätte sonst gedacht, für den Körper fehlt mir so ein bisschen was. Nö, da fehlt mir eigentlich nichts. Ist eine schöne Mischung. Also definitiv, ne? Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann... Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!